das ist noch was. Ohne die Autolevs ist Lambda nichts. Sie müssen stets einsatzbereit sein. Weiß ich, weiß ich. Neues Thema. Warum haben die hier so viele Gerüchte? Was soll denn das? Ihr wollt also auch noch eure Nase in meine Angelegenheiten stecken? Was für Angelegenheiten wären das denn? Ihr wollt euch nicht dem Sensor ansehen, den ich entwickelt habe? Was macht er denn genau? Er spürt die Anwesenheit von Gegnern auf. Dieses kleine Teil ist entscheidend für eine gute Verteidigung, ohne sich auf Autolevs verlassen zu müssen. Ich verstehe, man kann damit Feinde entdecken, ohne Personal dafür aufwenden zu müssen. Sehr raffinierend. Ich wollte gerade anfangen, sie überall zu installieren. Wollt ihr mir dabei helfen? Wir? Bist du sicher, dass wir das können? Die Sensoren werden uns nicht für Feinde halten? Macht euch keine Sorge, die Dinger wissen, dass ihr keine Feinde seid. Also funktionieren sie so ähnlich wie Kittys Autolev? Ja, okay, wir helfen. Gut, die erste Installation soll am alten Klippenweg stattfinden. Gehen wir! Okay. Der alte Klippenweg, wo ist denn... Achso, ich muss die Aufgabe erst aktivieren. Wie hier war's, ne? Ich bin auch in der Band. Die Band wird jetzt untergehen. Kappa, nein. Wir sind jetzt alles in der Band. Was? Bald habt ihr so ein Orchester. Also Brownie, O'Kane, Flo und Mosi. Chloe managt es und Animus organisiert dann alles. Ich verstehe. Aha. Gut, dass ich außen vor bin. Das ist Sport für deinen Nacken, Lisa. Ich meine es nur gut. Ja. Mein Nacken. Ach. Jetzt sind nur noch die Main-Sängerin. Nee. Nee. Ich singe was hier. Ist klar. Mhm. Die schlimmste Aufgabe kriege ich ja. Ist nee, danke. Nee. Ich würde meine Stimme gar nicht so kontrollieren können. Zum Singen. Ich meine, ja, das kann man trainieren alles. Ja. Wer trainiert mir das denn? Ich freue mich so, dass du mitmachst, Liz. Ich hab nicht ja gesagt! Shion, ja. Die wird dann sich die Ohren zu halten. Mal Driver möchte singen. Da könnt ihr euren Leadsänger haben. Hat jemand ein Nein von Liz gehört? Ich ignoriere ich einfach so. Wow, Klaus. Guck mal, da habt ihr noch einen Sänger. Klaus ist, ja. Stream puffert bei mir immer, wenn sie was dazu sagen will. Ihr Schweine, Alter. Überhaupt richtig? Ich hoffe. So. Ach stimmt, das hatte ich hier vergessen mit den Steinen. Name,
Informationen? Ich muss mal ein bisschen die ganzen Orte hier wieder aufpushen. Verdammt, mir fehlen ein paar Sachen. Gab's auch Purple Kiss am Wochenende? Nee. Aber ich habe mitbekommen, dass eine Sängerin von Purple Kiss erstmal raus ist, weil die irgendwas mit ihrer Gesundheit hat. Ich glaube, es war die Band. Es war doch die mit den Liedern, mit Nerdy und so, ne? Die, die direkt am Anfang singt, die ist erstmal raus, weil irgendwas mit ihrer Gesundheit ist. Die muss es erstmal, muss erstmal komplett abgecheckt werden und so. Nerdy von Purple, ja, die eine ist erstmal raus. Weil Gesundheit geht vor und das habe ich mitbekommen vor ein paar Tagen. Ist schon doof. Bevor eine Ausrast ist, das war eine Andeutung an das Lied an der Nordseeküste von Klaus und Klaus. Reicht mir sogar älteres Publikum. Ja, nice. Animus macht hier schon so richtig Management. Das bedeutet, wenn wir hier niemanden stationiert haben, sind eventuelle Angreifer im Handumdrehen bei uns. Ja, die Verteidigungsmaßnahmen sollten hier in der Tat gestärkt werden. Kein Feind darf unbemerkt passieren. So ist es. Also lasst uns einen der Sensoren installieren. Keine Feinde weit und breit. Gut, dann auf zum nächsten Ort. An der Nordsee. Der nächste Standort sind die Uraya-Stollen. Das ist eher mein Ding, die Strippen aus dem Hintergrund ziehen. War noch nie gerne im Rampenlicht. Ich kann es verstehen, ich bin auch nicht gerne im Rampenlicht. Auch wenn ich jetzt zwar streame und so, aber ich sitze ja hier im Grunde alleine. Würden wir jetzt alle an einem Ort real sein, würde ich mich eher zurückziehen und gar nichts sagen, weil, ja. Dann kommt ja die Schüchternheit. Ich war gestern bei einem Musikvideodreh von einer Band dabei, das war anstrengend und da red ich nicht mehr vom Bierkonsum, der kam noch extra. Wow. Was ist denn das neue GIF meiner Festplatte? Wow. Bis hochheben und wegtrag. Ja, rette mich. Da, guck mal, das geht dir. Was machst du denn bei einem Fan-Treffen? Sterben? Vor Angst? Ohnmächtig werden. Ein Double engagieren, ich mach das schon. Sehr gut. Ich würde es schon hinkriegen, aber ich wäre sehr, sehr nervös. Oh, ich glaube, das ist zu hoch. Oh, ich lebe noch. Gut.
Easy. Das hätte jetzt sehr schief gehen können. Sie ruft Taco bei Taskete. ich versuch's nochmal. Hat ja eben so gut geklappt, ne? Es hatte so gut geklappt. Ich habe nicht gesehen, wie flach es ist. Naja. Wenn es wirklich mal sein sollte, dass wir uns alle mal sehen, ich beziehe dich schon ein. Das kriegen wir irgendwann mal hin. Ja, wenn man einen anderen Streamer erwähnt, einfach vorher fragen. Ich habe nichts dagegen. Aber wäre gut, vorher nochmal zu fragen. Wegen Erfahrung und so. Ich habe jetzt mal geguckt, was du geschrieben hast und ja, nee, so würde es bei mir nicht ablaufen. Nee, so eine Massen habe ich nicht. Wie komme ich jetzt hier wieder? Wie komme ich denn hier weiter? Bin ich jetzt hier reingespawnt und... Warte mal. Ja, das habe ich gesehen. Das war wirklich sehr übertrieben. Oh, jetzt komme ich da nicht hoch. Also wenn man einen Bodyguard selbst hat, ist schon verständlich. Ne, es gibt auch kranke Menschen und so oder sehr aufdringliche Menschen. Kann man schon absolut nachvollziehen, dass man dann so ein, zwei Bodyguards hat. Besonders wenn man halt eine große Fanbase hat. Das ist schon eigentlich legitim. Nee, mich kann man auch nicht zwingen. Einfach irgendwelche Themen, einfach über irgendwas ganz locker reden, dann tau ich schon auf. Aber ich bin sehr introvertiert, ja. Das sieht auch wie eine Stelle aus, über die sich feindliche Soldaten nähern könnten. Den Sensor innerhalb der Stollen zu installieren, ist wahrscheinlich keine gute Idee. Korrekt, der Ausgang hier ist ein günstiger Standort. Im Notfall könnten die Verteidiger hier schnell hineilen. Nehmen wir doch mal die Stelle hier. Das fällt doch gar nicht auf oder so. Was ist mit den Lampen? Und schon fertig. Gibt es noch einen Ort, an dem du einen Sensor installieren möchtest? Hm, lass mich überlegen. Mir fällt was ein. War hier in der Gegend nicht dieser unterirdische Fluss? Ja, wieso? Wir sind ja von dort aus rausgekommen und naja, was hält eure Feinde davon ab, es genauso zu machen? Ja, gutes Argument. Lasst uns dort einen installieren. Alles klar, gehen wir. Na, wie geht's dir so? Ich muss weg, war schön mit dir, Liz. Hi, bis dann. Ja. Aber ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen selbstbewusster geworden, aber bei manchen Sachen sträube ich mich halt noch. Da bin ich noch sehr zurückhaltend und schüchtern. Aber ich gehe schon ein bisschen mehr auf Menschen zu, ist mir aufgefallen. Also ich traue mich mehr zu fragen. Ja, die Lampe macht einfach Party hier schon wieder. Aber es ist nicht immer einfach. Und Stefan, danke für nochmal 69 Bits. Stefan, der Lampenreparaturdienst. Immer, immer an Ort und Stelle. Ja.
Hallo, Kamin? Du schlägst dich aber sehr gut, muss ich sagen. Ja, von außen hin wirkt es vielleicht so, aber innerlich ist es echt immer ein Kampf, Tatsache. Außer wo es jetzt zum Beispiel am Montag, da gab es, also letzten Montag, da gab es ja so ganz viel Dreamcatcher-Krams, den man sammeln konnte. Da bin ich ja auch einfach dann dahin gegangen und habe mich in die Menge reingeschubst. Das habe ich nicht gedacht, dass ich das hinkriege und einfach mache. Ich habe einfach gemacht. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Und das kenne ich nicht von mir. Ich hätte sonst eigentlich da gestanden und gewartet, ob ich noch vielleicht was abkriege. Ich bin da einfach unten rein und dann... Gib her, gib her. Ja. Haut ab, mein Merch. Ich glaube, es ging wirklich um den Loot. Das war einfach die Loot-Gier, ja. Da gibt's Loot gratis, her damit. Oh nein, ich mach den gleichen Fehler wieder, oder? Ich hänge fest. Nein, ich sehe nichts. Ich hänge fest, ne? Ja, komm. Wir schummeln uns runter. Ja. Oder auch nicht. Okay, hat doch nicht geklappt. Verdammt. Mann, warum leben die anderen und ich sterb immer? Nur als Kacke. Hat der so wenig HP? Da wird sie zum Loot-Hulk. Erde Tatsache. Wirklich. Loot, her damit! Irgendwo hier? Ja, hier sollte es passen. Wenn sie durchs Wasser kommen, ist es besser, sich auf die flachen Stellen zu konzentrieren, als auf die tiefen. Dann ist dies hier die logischste Stelle in der Umgebung. Sind ja auch noch Autolabs. Ja, hier ist der beste Ort. Unser Taktiker hat gesprochen. Wie? Das ist doch wohl offensichtlich. Damit ist es entschieden. Wir positionieren ihn dann hier. Hab ihn lang gemacht, aber alles gut. Hab selber gelacht gerade. Uff. Jetzt müssen sie nur noch zuverlässig funktionieren. Kolonie Lampa legt so einen Schwerpunkt auf die Verteidigung, dass... Moment, es kommt eine Nachricht an. Ja, ich verstehe. Das ist in einem alten Klippenweg passiert. Was ist passiert? Ein kleiner Zwischenfall. Sie brauchen mich am alten Klippenweg. Ist etwas mit dem Sensor? Das weiß ich nicht, aber ich werde es herausfinden. Wir kommen mit, das ist jetzt auch unsere Angelegenheit. Es freut mich, das zu hören. Und nochmal dahin. Ich liebe Missionen, wo du hin und her rennst. Tut immer gut. Du weißt doch. Ja. Du tut der Liz gut. Warte, das ist der falsche Weg. Aber Klaus, geht's dir gut? Im Moment, wenn die Pizza so scharf war, dass man den Tischventilator anmachen muss. Geil! Frau Unteroffizierin, habt ihr das hier installiert? Ja. Ihr kennt sie bestimmt schon, aber Unteroffizierin Tonja führt den Angriffstrupp an, die Elite der Gefechtseinheit. Es ist streng verboten, derartige Ausrüstung ohne offizielle Genehmigung zu installieren. Es tut mir leid, aber du wirst sie alle entfernen müssen. Was? Ihr Ingenieure stört immer das System, weil ihr einfach macht, was ihr wollt, ohne zu fragen. Ihr kriegt hier keine Extrawurst, verstanden? Alle Anträge müssen den richtigen offiziellen Weg gehen. Das verstehe ich ja, aber... Wie jetzt? Du gibst einfach klein bei? Du erlaubst es ihr so, mit dir zu reden? Ihr sind die Vorschriften sehr wichtig und auf das Ingenieurskorps ist sie ohnehin nicht so gut zu sprechen.
Ich kann sagen, was ich will, keine Chance, sie zu überreden. Aber eines Tages könnte Lampner sehr dankbar für diese Sensoren sein. Oh, sie sind nützlich. Da stimme ich völlig zu. Genau deswegen müsst ihr euch um die korrekte Genehmigung kümmern. Ich brauche sie für den Keller. Dass sie immer die Genehmigungen holt, besonders für Try immer, der einfach versucht, irgendwas einfach zu bauen im Keller. Ich glaube, ich brauche Tonja als Angestellte, dass sie sich die Genehmigung immer holt. Das wäre eine sehr gute Sklavin. Hey, Moment einmal, Tonja. Truppenführer, kann ich etwas für Sie tun? Truppenführer Rush leitet die Gefechtseinheit. Somit ist er der Vorgesetzte von Unteroffizierin Tonja. Das Ingenieurskorps hat gerade den Antrag gestellt. Ich habe ihn in deiner Abwesenheit genehmigt. Warum erfahre ich das denn erst? Ich möchte dir nur das Leben erleichtern. Deine Korrektheit ist sehr löblich, aber wir dürfen auch nicht zu unflexibel sein. Herr Truppenführer, Sie sind zu nachgiebig. Wenn wir die Soldaten nicht zur Disziplin anhalten, dann... Ich habe das Sagen. Alle haben sich an die richtige Prozedur gehalten. Es ist also alles in Ordnung. Vielen Dank. Danke, Herr Truppenführer. Herr Truppenführer, ich war noch nicht fertig. Könnte ich bitte noch einmal mit Ihnen sprechen? Uff, ich fürchte, du nimmst das Ganze zu persönlich. Ja, und dann diskutieren sie 10 Jahre. Die diskutieren jetzt wirklich hier an der Ecke. Naja, macht mal. Spannerin. Ja, ohne Genehmigung und ohne Gebührenzahlung wird es eh nichts mit irgendwas bauen. Nee. Wir müssen jetzt die Mods wieder einreißen, paar. Darf ich das einreißen? Viel Spaß, Flo. Hey, was kann ich für euch tun? Wir haben gehört, ihr habt im Moment viel Äther. Wir hätten vielleicht einen Vorschlag, was ihr damit anfangen könnt. Oh, ihr interessiert euch dafür? Ja, wir haben mehr Äther, als wir selbst verwenden können. Es geht besser voran, als wir uns ja je erhofft haben, seitdem wir die Äthersonde perfektioniert haben. Was willst du von mir, Uhr? Ich habe 40 Cent an Tippi bezahlt. Cool. Danke, dass du mir das jetzt erzählst. Es geht besser voran, als wir uns die erhofft haben. Mhm. Also das war es, was den Abbau in euren Minen viel effizienter gemacht hat. Varen und ich sind darauf gekommen, wir wollten eine effektivere Art finden, Aether-Kanäle aufzuspüren. Das hat unseren Aether-Abbau vervielfacht, aber es stimmt, es wird langsam zu viel. Ich weiß, was für ein Luxusproblem. Wenn ihr zu viel habt, gäbe es ja einige Möglichkeiten. Also dann, wie lautet euer Vorschlag? Wir können ihn leider nicht kostenlos verteilen. Ich habe einen ähnlichen Vorschlag gemacht und bin auf massiven Widerstand von Seiten der Unteroffizierin gestoßen. Sie ist kein schlechter Mensch, aber sehr regelgetreu. Oh. Also dann, wie lautet euer Vorschlag? Solange es dabei keine Gegenleistung gibt, wird Tulgrim niemals dafür sein, von Truppenführern wie Sif ganz zu schweigen. Oh, also keiner will irgendwie... Ja, Kolonie Tau, komm.
werde nichts von handeln mit ihnen. Sie sind eine schlechte Wahl. Warum? Was für eine Kolonie ist Vier? Ich weiß nicht viel über sie. Ist sie die Art Kolonie, die uns etwas für unseren Äther zu bieten hat? Sollen wir uns erst mal auf eine Kolonie konzentrieren? Ey, dann gib doch einfach gar nichts. Meine Fresse. Da sind überall Vorschläge und alles wird einfach... Nein, nein, nein. Solange ihr einen angemessenen Gegenwert erhaltet, werden sie sich einverstanden erklären, oder? Was schiebt ihr vor? Den Äther durch Noppern verkaufen. Den Äther einfach direkt verkaufen. Noppern sind eigentlich eine gute Idee. Sind ja viele Händler Noppern. Dann gibt es nur einen einzigen Weg. Und zwar, ihr müsst die Noppern-Karawanen als Zwischenhändler nutzen. Die Nachfrage für Äther ist immer hoch. Ätherhandel sollte folglich einen beträchtlichen Gewinn bringen. Außerdem habt ihr den Vorteil, dass ihr die Noppern-Handelsrouten nutzt. Welchen Kolonien es dann an Äther fehlt, wissen sie bestimmt am besten. Oh, stimmt. Redet mit den Noppern. Sie wissen, sie würden ihn euch bestimmt gerne abkaufen. Es wird ihnen nicht schwerfallen, ihn zu verkaufen. Das ist eine tolle Idee. Das sollten wir wirklich machen. Auf diese Art kriegen Lampner den Äther los und Kolonien, denen Äther fehlt, können von den Noppern kaufen. Aber du musst die Erlaubnis dafür einholen, oder? Ja, ich werde sofort eine Anfrage stellen. Wie einfach so? Es ist besser, sich gleich ranzumachen. Als erstes müssen Vorgespräche mit den Noppern stattfinden, am besten mit Mitgliedern der Noppern-Karawanen. Wenn ihr wollt, können wir uns darum kümmern. Das würdet ihr machen? Natürlich, kein Problem. Ein Händler der Noppern-Karawanen befindet sich am Eingang der Kolonie. Vielen Dank schon mal. Okay. Ohne mich kriegen die ja hier gar nichts geschissen. Dankeschön. Die arme Jacke. Schneller wird hart, wenn man es nicht sauber macht. Tja. Das Ganze tut mir leid, ich wollte euch nicht darin verwickeln. Wenn der Truppenführer nicht im richtigen Augenblick aufgetaucht wäre, wäre das ganze Projekt ins Wasser gefallen. Dankeschön. So ist das eben, wenn man den Papierkram vernachlässigt. Sogar Dinge, die wichtig für die Kolonie sind, müssen den Dienstweg gehen. Wie? Es war immer eine Stärke von Kolonie Lampner, durch strenge Vorschriften Ordnung herzustellen. Aber inzwischen ist die unnötige Bürokratie zu einem richtigen Problem herangewachsen. Ich verstehe schon, warum sie diese Anfragesysteme haben. Dadurch weiß man, wer für was verantwortlich ist. Ja, so konnten sie im Kampf sogar gegen Silberrang-Kolonien bestehen. Aber jetzt, wo das Kämpfen nicht mehr nötig ist, sind diese Vorschriften zu einem Hindernis geworden. Kolonie Lampner steht jetzt an einem Scheideweg. Ihre Flexibilität wird über ihre Zukunft entscheiden. Also erstmal die Aufgabe abgeschlossen. Jetzt müssen wir mit dem Noppern reden. Wo ist der? Hier. Ich guck mal, ob ich leveln kann. Skare wa nokosanai yoni shinai to na. Gönn mir mal. Ja, 2 Level mehr, sehr gut. Okay. Also die sind die ganze Zeit bei uns, mit uns, sie begleiten uns und haben einfach mehr Level jetzt als wir. Why? Ich will auch Level 67. Das ist unfair, jedes Mal. Cause. Darkness.
Knopf und Cheat, Cheat aktiviert. Ja, ohne Scheiß. Okay. Mhm. Darkness, why not light? Krass, Darkness. Oh, nee. I like Darkness. Mhm. Damit habt ihr mich auch kaputt gemacht. Bei dem Namen Manana möchte ich, was auch immer es ist, einfach nur Knuddeln. Und dieser Stream verweichlich mich. Schupatsch! So, jetzt holen wir uns mal hier 1000 Genehmigungen und dann mal sehen. Was ist los? Warum ist da Tuschelhaufen? Wir möchten euch etwas zum Kauf anbieten. Nu, und was? Den Ätherüberschuss von Kolonie Lambda. Könntet ihr den Äther, den Kolonie Lambda nicht nutzt, kaufen und zu anderen Kolonien verkaufen? Interessant, Kolonie Lambda hat wirklich riesige Menge Äther. Aber Zocker entscheidet so etwas. Zocker macht zur Buchführung hier. Freunde müssen also Zocker fragen. Zocker ist irgendwo bei Ruinen von Sebu, bei Uraya Gebirgsfahrt. Frage bezüglich Kauf kann nur Zocker entscheiden. Okay, wir fragen sie. Sprich mit den genannten Personen. Wo ist denn Zocker? Da oben, natürlich. Wo auch sonst? Du brauchst den Passagierschein A38. Ja, glaube auch. Dankeschön und hallo Nachtkoch. Also wieder hier rum. Oder? Wo genau ist da? Ach nee, das ist ja eine ganz andere Richtung hier.